werde die Aquädukte nicht betreten! Mein einziger verlangt nach eurem Blut! Oh, ich verlang vorher erst dein Blut. Das ist verschlossen. Ach so, zu diesem. Ach so, stimmt, da müssen wir erst noch was anderes erledigen. Ach so, mit Adria soll man reden. Ich muss zurückkehren. Wir brauchen erstmal Zoltan Kull, damit er uns den Weg öffnet. Wenn du dich weiter so zurückhältst, wirst du nie besser werden. Es ist so. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Na dann tu das mal, aber ich zerklopp das mal. Ich lebe wieder. Zoltan Kull, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren. Damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Hey, verehrte Dame, ich habe ein paar neue Waren. Ui, ein Schild. Das Schlechte ist als alles, was wir haben. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Ui, ja, mein... Da ich ein schlechtes Gefühl habe, könnt ihr euch darauf verlassen, dass etwas nicht stimmt. Ja, glaube ich auch. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Dann macht das doch mal. So. Damit werden wir schon mal den... Kaiser Hakan? Keine Zeit für Nettigkeiten. Ich glaube, ich habe Belials Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Meine erste... Ich müsste jedoch wissen, um Kults Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquädukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Natürlich. Und dann tuten wir das einfach mal. Ein Kampf. Das ist Belial. Solange er lebt, ist ganz Kaldeo im Belagerungszustand. Onkel Rickard würde dich hier sehen, dass wir den Dämonen zurücklassen. Ganz so, wie wir es gesagt. Und ihr denkt, er hat ja recht? Ja. Je mehr ich die Bücher meines Onkels studiere, desto mehr erkenne ich, dass sogar ich seine Weisheit als selbstverständlich betrachtet habe. Tja, so ist das nun mal. Hoppala. Hm? So, Truhe geöffnet, nehmen wir alles mit. Hier ist kein Hebel, okay. Ui, Spinnen. Na dann schieß mal.
So, ich habe was vergessen. Hus, ich hab einen Boss gerade getötet. Wusste ich gar nicht. Ich möchte mehr Zeit, um die Bibliothek von Kadeen zu erkunden, wenn das hier vorbei ist. Ihr hört euch an wie Kate. Vielleicht. Aber es gibt heute Schlüssel für den schwarzen Ding. Etwas, das mir dabei hilft, die Vermutungen meines Onkels zu erkennen. So. Nee, hier ist nichts weiter. So, das hätten wir auch schon mal. Ach, einfach mal mit reinrennen. Lalalalala. Ihr haltet den Kreuz zu nichts auf. Hier sieht's gut aus. Aber trotzdem ein bisschen umgucken, wir wollen natürlich die Schätze haben, aber ja, so wie es aussieht, finden wir hier keine mehr. So, Brunnen mitgenommen. Ups. Was? Geduld? Habe ich nicht. So, sind wir da schon irgendwo falsch abgebogen? Ach, wir hätten ja danach lang gemisst irgendwo. Egal, dann gehen wir halt jetzt da lang. Ja, bitte, hast du was gesagt? Hätte ich vorbereitet sein müssen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, verduften wir uns mal aus der Kanister. Ja, ich zieh den auch schon. Ein Hebel wäre betätigt. Fehlt nur noch einer. Na, wer würde hier unten einen einwandfrei funktionieren? Wir müssen sie aufhalten! Ja, wer würde hier unten einen einwandfreien funktionierenden... Genial, muss es wirklich auf euch abgesehen haben. Der mag uns einfach nicht. Dabei haben wir ihm noch gar nichts getan. Wir töten doch nur die ganze, seine ganzen Sets, seine nutzlosen Diener. Weg mit euch. Dann seht euch einfach den Zustand ihrer Straßen an. Demnach ist Kaldeum prachtvoll und verkommen. Ja. Die Aquädukte von Kaldeum wurden auf Geheiß des Handelskonsortiums geschaffen, nachdem vor 3 Jahrhunderten die Oase von Dalgur entdeckt worden war. Obwohl Kaldeum schon viele Jahre lang wohlhabend gewesen war, konnte die Stadt mit einer verlässlichen Wasserquelle noch mehr wachsen. Luxuriöse öffentliche Brunnen wurden errichtet, um allen sauberes Trinkwasser zu bieten. Na, luxuriös gleich, naja. Wenn es halt immer so ist und die Stadt sehr wohlhabend ist, warum denn nicht? Dann kann man doch sowas gönnen. Wenn es so ein Wirtschaftswachstum gab. So mit einem Schlag hier so ein scheiß Dämon und dann eh alles zunichte. Muss alles wieder reparieren.
nach den Schätzen sehen. Ja, du kriegst ja noch genug. Nur Streu im Wind. So. Die werden schon mal alle Geschichte. Halbtraumhaft, das mag ich überhaupt nicht. So, östliche Ablaufsteuerung. Hoppala. Ja, da ist Ebel, den ich gerade betätigt habe. Dieser Durchgang sollte zu den trostlosen Sanden führen. Eine Geheimtür hinter einem Wasserfall versteckt. Wie fantasievoll. Total. Hallo! Irgendjemand da draußen noch am Leben? Nein, natürlich nicht. Seid ihr noch am Leben? Oder sind es die Monster? Vielen Dank für die Befreiung. Es wurde langsam ein wenig langweilig da drin. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden, und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Wie unhöflich von mir. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der habgierige Shen. Und wonach geht es euch, Shen? Oh, dies und das. Das werdet ihr schon noch merken. Na, Hauptsache an unserem Gold. Ich kann mir nicht erklären, warum mein junger Partner mir einzumischen ist. Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort recht gefährlich. Und seid ihr ein solcher? Ja, das bin ich. Und ihr nicht nach hier unten, lange ist es her. Aber über diese Zeit rede ich nicht. Wie in Berna hat er erlebt. So, mal sehen, ob wir den Jungen irgendwo finden. Was für ein faszinierender Ort. Schaut euch nur all diese wunderbare Architektur an. Man könnte die ganze Welt bereisen und nichts Vergleichbares finden. Bis auf diesen Teil. So etwas habe ich schon einmal woanders gesehen. Natürlich, er rennt ja so viel in Kanalisation rum. Es gibt wahrscheinlich auch so in Diablo so was ähnlich wie ein Reisekatalog. Die Katakomben von was weiß ich wo und die Kanalisation von dort. Ich frage mich, wohin mein junger Reiseführer verschwunden ist. Kevin war sein Name, glaube ich. Ja, das war er. Netter junger Mann. Er muss auch noch irgendwo hier sein. Oder vielleicht hat er sich verlaufen? Wir haben uns doch nicht verlaufen, oder? Du musst das so wissen. Als die Kreuzritter alles gelernt hatten, was sie lernen konnten, entsandte Arkan sie in die Welt. Sie sollten einen Weg finden, den Glauben der Zakarum von der Verderbnis zu reinigen, die sein Herz ergriffen hatte. Sie hatten kein klar umrissenes Ziel. Und manche Geistliche meinten, dass ihre Mühe vergebens sei. Und wisst ihr, eigentlich war es ganz interessant, in einem Fass eingesperrt zu sein. Ich hatte eine Menge Zeit, in Ruhe nachzudenken. Aber ein bisschen unbequem war es schon. Ja, man muss halt nur alles positiv sehen. Er gehört mir. Seid vorsichtig, Kevin. Er könnte verflucht sein. Oh je. Der Stiegel sollte nun sicher sein. Hebt ihn auf. Hebt ihn auf. Ach, der arme Kevin. Warum soll wir denn eigentlich aufheben? Ui, sieht nicht schlecht aus, das Schild. So. Das hätten wir. Gucken wir noch. Ach, das war. Ja,
Genau. Gleißender Schild, was haben wir jetzt hier? Weihe, Lichtflut, erhöht. Gut. Provokation, Fliegnarren. Statt. Was meint ihr, weshalb der dunkle Zirkel so handelt? Was verleitet Menschen zum Bösen? Das, was sie auch zum Guten antreibt. Ihr Glaube. Für euch scheint der Glaube die Antwort auf alle Fragen zu sein. Ja, irgendwie schon. Armer junger Mann. Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich im Caldeum besuchen kommt, kann ich euch zeigen, wie man mit dem Schmelztiegel Edelsteinfragmente miteinander kombinieren kann. Ich suche schon seit langer, langer Zeit nach einem bestimmten Edelstein, müsst ihr wissen. Ich habe es zwar nicht eilig, aber vielleicht werde ich ihn ja finden, wenn ich mit euch gehe. Genauso wie den Schmelztiegel auch. Wie wäre es, wenn ich euch auf eurer Reise begleite und wunderschönen Schmuck für euch herstelle? Nun gut, wir sollten aber in Bewegung bleiben. Der Ausgang ist nicht weit weg von hier. Ich bin kurz davor zu verhungern. Glaubt ihr, wir könnten hier unten etwas Gutes zu essen finden? Nahrung lässt sich überall finden, wenn der Magen mitmacht. Oh, wie ich sehe, seid ihr schon etwas herum. Geht ihr schon einmal vor. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Ich muss den Zauber lernen. Ja, sie muss alles lernen. Ihr sind uns ähnlich, ihr und ich. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexe, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein, obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Ich bilde mir nicht ein Gott sein zu können. Das überlasse ich euch. Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. Nun, du bist keiner. So, uralter Vater, wollen wir hin? So, der Knochenschild, der glitzert ja sogar. Oder, ach nö, das gucken wir zum nächsten Mal an. Bis dahin, ciao!